hallo zusammen. In der heutigen Produktvorstellung möchte ich euch unsere neue Raubfisch-Dropshot-Tricks vorstellen. Hier haben wir drei verschiedene Varianten, die ich euch kurz vorstellen möchte. Vorneweg, alle Vorfächer sind mit einem 7x7 Stahlvorfach ausgestattet, da es einfach perfekt ist zum Raubfischangeln und keine Alternative bietet, wirklich zum Hechtangeln. Die Länge des Stahlvorfachs beträgt immer 40 cm, sowie die untere monophile Schnur am Dropshot-Trick sind immer 60 cm, das mal vorweg. Erhältlich in den Montagen mit einem Offset-Haken, dann als zweite Variante mit Offset-Haken sowie mit einem integrierten Stinger mit einem Drilling dran, sowie mit einem Einzelhaken, auch wieder mit Stinger montiert. Erhältlich in drei verschiedenen Varianten, jeweils in drei verschiedene Größen. Hakengröße 1, 1.0, 2.0 und der Stinger dazu auch immer angepasst in der Hakengröße 4. Der Stinger jeweils. Kurz zur Montage selbst, kurz erklärt hier. Wie bereits erwähnt, 40 cm 7x7 Stahlvorfach, einfach sehr flexibel und mit 12 Kilo Tragkraft ideal zum Raubfischangeln. Ausgestattet, wie ihr hier sehen könnt, mit zwei Glasperlen und an der unteren Seite eine 60 cm lange monophile Schnur. Hier wird einfach dann das Dropshot-Blei montiert und ihr habt ein Spiel, je nachdem wie weit ihr über Grund angeln wollt, könnt ihr an dem Dropshot-Blei das einstellen und habt eine Variante von 60 cm, sprich kurz über Grund angeln, bis zur Möglichkeit 60 cm circa über Grund zu angeln. Zum Montage selbst, zum Veranschaulichung habe ich jetzt hier einfach mal einen Gummifisch montiert. Wie ihr sehen könnt, ein 12 cm Gummifisch, aber natürlich auch super geeignet für tote Köderfische beispielsweise. Die zweite Variante, die ich euch kurz vorstellen möchte, wie ihr hier sehen könnt, wieder das 40 cm 7x7 Stahlvorfach mit einem Off, auch wieder mit den Glasperlen, die sind immer Standard, dass der Haken sich einfach ideal drehen kann und unter Wasser ein super flexibles Spiel der Köder bieten kann. Auch wieder mit einem Offset-Haken ausgestattet, sowie mit einem Stinger-Drilling. Je nach Hakengröße variiert dann die Länge des jeweiligen Stingers. Und die dritte Version, welche bei uns erhältlich ist, auch wieder die 40 cm, bei alle gleich, ausgestattet mit einem Einzelhaken, sowie wieder mit einem Stinger zur Montage für Gummifische gedacht, sowie natürlich auch für tote Köderfische, ideal beim Hechtangeln. Hechtangeln mit Dropshot machen nicht so viele, aber ist definitiv erfolgreich und solltet ihr mal versuchen, dann Versuch ist es definitiv wert. Erhältlich sind alle neuen Vorfächer bei eurem Tackle-Dealer. In drei verschiedene Varianten und jeweils drei verschiedene Hakengrößen. Probiert es einfach mal aus und genaue Produktbilder, wie die Montagen einzeln aufgebaut sind, zeige ich euch jetzt noch kurz am Ende vom Film, werden die Bilder eingeblendet. Könnt ihr euch mal anschauen. Geht zu eurem Deckeldealer und fangt einen dicken Hecht, Petri.